theoretisch noch einer. Der letzte, der 13. müsste es dann jetzt sein. The 11th. Also die Nummer 11, aber es ist der 13. insgesamt. Und dann der letzte damit. The 11th sign is on the... is on the... spot of... on the spot of... Jetzt müsste ich schon wieder gucken, was das Drecks S ist. Es gibt ein P, oder? Nein. Immer noch ist W, verdammte Scheiße. Is on the spot of where... Nee, of what was stolen? On the spot of what was stolen? Ah, ja. Yeah. Macht Sinn. So, wir haben alle Hinweise. Gott sei Dank. Um diese Information zu bestätigen, gehen wir jetzt noch einmal mit dem Plasmafeld rein. Ah, und jetzt ist der Zeiger rot, ne? Ansonsten ist er immer aus. Mit dem Plasmafeld ist er an. Und dann kommen wir nicht in den Raum mit dem Auge. Oha, kommen wir ganz woanders hin stattdessen. Interessant. Only the knowledgeable ones may proceed. Das kennen wir doch. Only the knowledgeable ones may proceed. Head to the stand and enter the code. Das ist genau das gleiche Ding wie unten neben dem Feuerraum. Der sieht nicht gesund aus. Geh weg. Doofe Blobbel. Hey, ich höre Wasser. Da sagen wir, ich höre überhaupt mal irgendwas. Hey, gibt's einen Speicherpunkt. Ich sag mal ja. Und hoffe in meinem Leichtsinn, dass ich hier einfach wieder rauskomme. Ich höre noch mehr Geräusche als vorher. Ich gehe einfach mal. Déjà vu, da waren wir schon. Wenn dort ein Speicherpunkt war, dann war es wahrscheinlich der richtige Weg, nehme ich an. Zum Spaß werden die nicht aufstellen. Hey, jetzt bin ich hier. Eben bin ich links, jetzt gehe ich runter. Das sieht immer noch danach aus, dass ich da bin, wo ich schon mal war.
Ja. Da bin ich ursprünglich reingekommen. Wenn ich hier hochgehe. Diese beiden Ausgänge sind anscheinend zumindest schon mal fest verbunden. Da ist ein Ding. Oh je. Yeah. Ah, das ist das hier. Ah, jetzt bin ich woanders. War wohl schlecht, hätte ich nicht machen sollen. Ich glaube, die Dinger sind ungefährlicher, wenn man sie einfach stehen lässt. Dann platzen sie zumindest nicht auf. Okay, nochmal speichern. Nee, hoch war ich jetzt ja, aber egal. Nochmal. Dann nochmal hier in das Loch. Das sieht nämlich schön geheim aus. Dann gehe ich rechts, aber nicht mehr zurück. So, nee. Ich hätte gar nicht rechts gehen dürfen. Du glaubst, ich kann da noch nicht durchkommen. Das ist möglich. Kann ich mir vorstellen. Ich bin noch hier. Jetzt bin ich wieder hier. Schauen wir mal, ob wir hier jemals wieder rauskommen. Das ist neu. Das nicht. Hier bin ich das erste Mal zum Speicherpunkt gekommen. Und jetzt bin ich einmal rund hier. Und raus. Dachte ich. Glaube ich, bin ich raus. Okay, das ist nicht der Eingangsraum, aber es hat das gleiche Layout. Dann stand da oben der Computer beim ersten Mal. Hey, da waren wir noch nicht. Huch, bin gerade oben in die Decke rein. Da waren wir schon. Euch gefällt dieses schöne monochrome Layer. Sieht aus, als wären wir jetzt eine Zeit lang hier. Thank you.
bin draußen. Diese tolle Wand hier bringt mich um, wenn ich die falschen Skills anhabe. Nur wenn ich genau diese drei hier anhabe. Dann darf ich durch. Ansonsten ist es eine Instant-Kill-Wand. So, und wir gehen jetzt diese Hinweise ab. Ist das so? Piu, hat's gemacht. Yay, wieder Musik und sowas. Also, the first sign is at the center of a submerged area. Submerged area ist links dieses lilane, das ist das ganze Unterwassergebiet. Und at the center ist jetzt halt natürlich ein bisschen relativ. Aber gehen wir mal. Die jetzt natürlich exakt dieses versunkene Gebiet meinen. Weiß man ja nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, weil das ist extra der Unterwassersektor. So. Center. Was meint er jetzt mit Center? Soll ich jetzt richtig ausrechnen, wo die Mitte ist oder was? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre jetzt eins links von mir. Das wäre die absolute Mitte dieses Gebiets. Also hier. Ich bin im Center, nehme ich an. Es ist ein versunkenes Gebiet. The first sign is at the center of a submerged area. Im Hintergrund ist was wie eine Kette. Nein, das ist nicht gemeint. Okay. Ja, dann weiß ich gerade nicht genau, was gemeint ist. Sollte ich das wissen, was gemeint ist? Mal ruhig an. Das ist doof übersetzt, ja. Wohin soll ich denn? Der Bossraum, also da oben. Hier bin ich ganz falsch. Die Musik ist immer noch.